Moin Leute, willkommen zu einem, sagen wir mal, Theorie-Blabla-Video, weil viel zu zeigen gibt es da nicht. Und zwar Thema E-Nummer. Ihr wisst ja, Sachen, die ihr kauft, Zubehörsachen, die müssen zugelassen sein. Vor allem jetzt, wenn es stimmt, nach den 01.01.2018 kriegt man nichts mehr ohne Zulassung. Und es gibt da verschiedene Abstufungen. Ich glaube, jeder kennt sowas. Das ist ein Teilegutachten, Paragraf 19, Punkt. Punkt, 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 Paragraph 19.1 muss eingetragen werden. Da fährt man mit diesem, baut man es ein, fährt man mit diesem Gutachten zum TÜV und er trägt es ein. Hier handelt es sich um einen Austauschschalldämpfer. Das ist die aufwendigste Sache, die auch Geld kostet. Eine weitere Sache sind sogenannte ABEs. Die kosten kein Geld beim Eintragen, man ist nur verpflichtet, so ein Wisch wie hier für diese Power-Disc-Brennstein mitzuführen, damit der Polizist oder was auch immer sehen kann, es ist zugelassen. Bei ABEs muss man mal aufpassen, die gelten nur für diese Sache und meistens auch, wenn der Rest Serie ist. Das heißt, Sportbelege bei diesen Bremsscheiben könnte schon dazu führen, dass man es wieder mit TÜV abnehmen lassen muss. Aber da können wir mal bei Buchstabe T mal genauer wegen Teilgutachten mal reden. So, und dann gibt es die sogenannte E-Nummer. Man sieht unten ein E4, was, also jedes Leuchtmittel hat eine eigene E-Nummer. E4 sind Nebelscheinwerfer und diese Lampe ist als Nebelscheinwerfer zugelassen. Man muss kein Papier mitführen. In diesem Fall ist es in der ABE des Fahrzeuges mit inbegriffen, dieser Nebelscheinwerfer, deswegen E4 zugelassen, E-Nummer. Jetzt gibt es auch Tuning-Teile, die haben E-Nummern. E-Zulassung, wie man so nennt. Rückleuchten sind häufiger oder Scheinwerfer. Auspuffanlagen gibt es auch mit E-Nummer. Diese sind eintragungsfrei, ja. Man muss da auch nichts mitführen. Eigentlich. Das ist nicht so ein bisschen Zwiespalt. Normalerweise, man kann ja nicht einfach eine E-Nummer draufdrucken und fertig. Es gibt im Hintergrund noch einen sogenannten Prüfbericht für diese E-Nummer. Für die Auspuffanlage, für den Rückschein, für die schwarze Rückleuchte, was auch immer, gibt es einen Prüfbericht. Dieser Prüfbericht müsste eigentlich der Hersteller einen mitschicken bei Produkten, die eine E-Nummer haben. Macht aber keiner. Also bei der Auspuffanlage von Bulitz war keine dabei. Bei den Rückleuchten, die wir hier hatten, von Depot war keine dabei. Eigentlich müsste auf Anfrage beim Hersteller die Leute dann einzuschicken, weil eigentlich ist es so, man hat eine E-Nummer, der Polizist guckt drauf, oh, E-Nummer, zugelassen, alles, Watcher. Jetzt gibt es aber auch manche, die wollen diesen Prüfbericht sehen. Was die ganze Sache wird absurd macht, weil wenn du eh diesen Prüfbericht mitführen kannst, hätte man auch ein ABE machen können. Ich weiß nicht, ob ABE-Abnahme teurer ist als mit diesen E-Nummern. Da müssen die Hersteller, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das noch ein Zwiespalt. Ich habe zum Glück bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand einen Prüfbericht verlangt hat. Aber man googelt mal, es gibt wirklich Fälle, da wird dieser Prüfbericht verlangt. Und da hat man auch ein bisschen Rennerei. Normalerweise haben so Bauteile, die eine E-Nummer haben, kann man dran bauen und einfach fahren. Aber die müssen in diesem Zustand bleiben und auch im Originalfahrzeug. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Rückleuchte mit E-Nummer nimmt und dort eine, man kriegte ja früher diese geilen Blenden für die Rückleuchten von Heller, Kamai, was auch immer, die man aufkleben konnte. In diesem Fall sind das ja keine Originalrückleuchten und wir verändern die mit dieser Blende. Eigentlich ist das wieder eine Abnahme beim TÜV, weil diese Sachen einzeln gelten. Man müsste in dieser Blende gucken. Normalerweise sind diese Blenden für Serienrückleuchten oder für bestimmte Rückleuchten, dann steht da drin, nur zulässig in Verbindung mit Irmscher Blablabla-Rückleuchte zum Beispiel oder Originalrückleuchte. Hat man jetzt eine Depotrückleuchte und klebt da drauf, muss man eigentlich zum TÜV und es wieder eintragen lassen. Ihr seht, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber auch eigentlich kompliziert, diese Sache. Sachen mit E-Nummern sind wirklich die einfachsten Sachen. Nachteil bei solchen Sachen mit E-Nummern ist natürlich, die sind nichts Besonderes. Also Auspuffanlagen mit E-Nummer sind zwar ein bisschen kerniger, aber sind weit entfernt von laut. Man kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn man eine Auspuffanlage kauft, wo ein Teilgutachten beiliegt, sprich ein TÜV-Prüfer muss diese Auspuffanlage bewerten, dass die meistens viel lauter ist als eine mit E-Nummer. Weil eine Auspuffanlage mit E-Nummer oder so ist eben nicht so ganz laut, ist nun mal so. Daher eintragungsfrei.
Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen aufklären zum Thema E-Nummer und vielleicht auch in Verbindung damit, was man beachten muss, wenn man zum Beispiel anderen Sachen verbaut. War ein kurzes Video, denke ich mal, aber ich wollte jetzt Buchstabe E jetzt auch mal abhandeln und weiterführen, das Lexikon. Wie ihr merkt, es geht so ein bisschen zwischen Tuning-Teil und ich will jetzt so ein bisschen den Wetzelmann auch mal original sagen, wie jetzt mit Anlasser und sonst was wir hatten. Und der Tuning-Teil, Domstreben, haben wir jetzt E-Nummer, aber ich werde mal die nächste Nummer nehmen, weil wir den Original-Teil, so weil wir so ein bisschen hin und her haben zwischen Original-Sachen, die ich erkläre, am Fahrzeug und auch Tuning-Themen. Denk mal, ist okay für euch, oder? Das ist auch ein Test mit dem neuen Mikro, ob diese Entfernung funktioniert mit dem kleinen Mikro oder ich lieber demnächst wieder das große benutzen muss, weil das hat einen Vorverstärker drin. Genug gequatscht. Mal gucken. Ich versuche jetzt das Video mal auf 10 Minuten zu strecken. Ne, ihr wisst ja, in YouTube war nicht. Nein, ich höre jetzt auf. War jetzt nicht lustig, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Definitiv Sonntag kommt wieder eine Folge Edgar. Noch sehr lange, kann ich euch sagen. Wir sehen uns. Viel Spaß noch.